Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Wenn es ich weiß am Anfang nie, wem dieser Applaus gilt. Wenn es zu laut ist, dann sagen Sie Bescheid. Ne? Ja, das Thema, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist eine Erläuterung zu dieser Aussage des französischen Philosophen Alain Finkielkraut, die aus dem Jahr 2004 stammt und die sich auf eine besonders in Frankreich, aber auch in Großbritannien zu findende Allianz von radikalen Linken und radikalen Muslimen, dem sogenannten Islamo-Gauchisme, bezieht. Die Zukunft des Hasses befindet sich im Lager des Lächelns, sagt Finkielkraut, inmitten der humanen Menschen, im Lager des Respekts, im Lager der Sühnebereiten, derer, die nie wieder sagen, in den Reihen derer, die bedingungslos zum anderen stehen. Seine These ist also die, dass die Zukunft des Hasses, und er bezieht sich hier auf den antisemitischen Hass, sich in der antirassistischen Linken befindet. Und diese antirassistische linke Position ist nun in den letzten Jahrzehnten weltweit immer mehr durch eine sogenannte postmoderne oder postkoloniale Theorie unterfüttert worden. Einige Aspekte Zusammenhangs zwischen postmoderner oder postkolonialer Theorie und Antisemitismus werde ich heute Abend beleuchten. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem riesigen Klotz, den das darstellt. Ich möchte aber noch mit einem anderen Vorfall beginnen, der sich vor einigen Tagen in Berlin auf einer Tagung abgespielt hat. Diese Tagung Hijacking Memory wurde veranstaltet vom Zentrum für Antisemitismusforschung und von Susan Nyman, die ebenfalls eine in der Erinnerungspolitik wichtige Figur darstellt. Diese Tagung zeigte schon durch die Einladungspraxis, dass es sich hier hauptsächlich um eine antizionistische Veranstaltung handelte. Es wurden fast ausschließlich antizionistische Positionen, wenn es direkt um Israel geht, eingeladen. Es gab aber auch einen Vortrag eines palästinensischen Aktivisten, Tarek Bakouni. Und dieser Tarek Bakouni hat wohl einen sehr besonders hasserfüllten Vortrag zu Israel formuliert. Und der polnische Historiker, der renommierte polnische Historiker Jan Grabowski, hat dann während der Tagung vor seinem Panel eine Erklärung verlesen und anschließend einen Text auf Polnisch publiziert. Und jetzt ist in der Welt auch ein Interview mit ihm erschienen zu diesem Vorfall. Ich lese mal ganz kurz vor, weil das eine sehr schöne Erläuterung dessen ist, was Finkielkraut hier meint. Das Schlimmste, sagt Grabowski, war die Reaktion des Publikums, das Bakounis Äußerung mit enthusiastischem Beifall quittierte. Im Zentrum Berlins saßen also, ich weiß nicht, 200 Vertreter der deutschen Intelligenzia, Intellektuelle, Studenten, Professoren, Journalisten und applaudierten enthusiastisch, als Israel als Kindermörder die Holocaust-Debatte als jüdisches Psychodrama bezeichnet wurde. Ich war entsetzt. Ich wusste natürlich, dass es solche Tendenzen innerhalb der akademischen Linken gibt, aber das war das erste Mal, dass ich das live mit ansehen musste. Ich gestehe, als Nachfahre der vernichteten Nation der polnischen Juden, 3 Millionen ermordeten Menschen, empfand ich Angst an diesem Samstagnachmittag in Berlin. Zu sehen, wie deutsche Intellektuelle sich gemeinsam in der Verurteilung Israels vereinen, ja, das fand ich nicht nur schockierend, sondern beängstigend. Diese Worte benutze ich nicht leichtfertig. So viel Grabowski. Diese Tagung, sage es nochmal, ist veranstaltet worden vom Zentrum für Antisemitismusforschung, einer der wesentlichen Kräfte, die israelbezogenen und islamischen Antisemitismus systematisch verharmlosen, und zwar seit über 20 Jahren. Und sich nun seit einigen Jahren auch darum bemühen, die sogenannte postkoloniale oder postmoderne Holocaust-Diskussion nach Deutschland zu holen und dort hoffähig zu machen. Zu dieser Diskussion werde ich jetzt nur ausschnittsweise oder nur punktuell was sagen im Folgenden. Ich will zunächst einmal noch einige Beispiele bringen für das, was ich meine.
Hier sehen Sie eine Untersuchung aus dem Jahr 2021 der jüdischen Organisation Heritage.org, die die Twitter-Accounts von Diversity-Beauftragten amerikanischer Universitäten untersucht haben. Es sind über 700 Twitter-Accounts untersucht worden. Es gibt aber weit mehr Diversity-Beauftragte. Und Sie sehen hier an diesen beiden Balken die Auswertung, dass 605 der Twitter-Accounts ein negatives bis dämonisierendes Israel-Bild transportieren und nur 28 positiv. Und um den Vergleich dann nochmal zu machen und die Frage eines doppelten Standards nochmal aufzuwerfen, wurden die Äußerungen zu China von den Diversity-Beauftragten ausgewertet und da waren 133 positiv und 83 negativ. Das ist nur ein kleiner Blick in dieses Milieu, von dem ich spreche. Also ein sich als links Diversity orientiert, vielleicht sogar damit beauftragt, verstehendes Milieu. Auch in der Documenta-Debatte ist es ja durch das Bündnis gegen Antisemitismus Kassel zum Glück ermittelt worden, dass auch hier die Kulturfunktionäre und Funktionärinnen sich entsprechend engagieren. Vor allen Dingen sticht hervor der Letter Against Apartheid, der neben anderen offenen Briefen auch von einer ganzen Reihe von künstlerischen Beauftragten oder künstlerischen in der künstlerischen Leitung sich befindlichen Menschen hier der Documenta unterzeichnet wurde. Ich will jetzt gar nicht in die Details dieses Briefes gehen. Ich komme am Ende des Vortrages auch nochmal auf die Dämonisierung Israels zurück. Was allerdings sofort auffällt, ist, dass hier der Gaza-Konflikt zwischen der Hamas und Israel völlig einseitig nur auf der Seite Israels als Aggression wahrgenommen wird, dass hier von einer geplanten und sich immer wiederholenden Zerstörung von Familien und Infrastruktur die Rede ist, dass Gaza als gewaltsam getrennt vom Rest des palästinensischen Gebietes bezeichnet wird durch die Existenz Israels, dass dies nicht als Konflikt dargestellt wird, sondern als Apartheid. Also es wird sozusagen nicht mal die eine Seite des Konflikts überhaupt in irgendeiner Form gewürdigt oder wahrgenommen. Dass von einem verweigerten Recht der Palästinenserinnen und Palästinenser auf Rückkehr die Rede ist, das werde ich auch nochmal thematisieren. Und dass behauptet wird, dass die europäischen Regierungen eine systematische Politik offener Zensur oder Selbstzensur praktizieren würden, also eine handfeste Verschwörungstheorie hier auch praktiziert wird. Nichts dergleichen ist der Fall. Ich werde am Ende im dritten Teil meines Vortrags auf einige dieser Punkte noch zurückkommen. Dass es keine Zensur gibt in Europa für kritische Positionen zu Israel und sogar gegenüber dämonisierenden Positionen gegenüber Israel, hat die letzte Tagung in Berlin eindrucksvoll gezeigt. Hier hat die kulturelle und ein Teil der kulturellen und wissenschaftlichen Elite, die sich mit dem Thema befasst, ganz offene Israelfeindlichkeit propagiert. Und man hat sich darüber unterhalten, auf welche Art und Weise man es denn besser schaffe, den jüdischen Staat abzuschaffen. Das waren nämlich die weniger rabiaten Positionen, die dort gar nicht erwähnt werden im Statement von Grabowski. Das ist internationaler State of the Art der linken und vor allen Dingen postkolonialen Israel-Diskussion. Und genau diesen State of the Art versuchen Institutionen wie das Zentrum für Antisemitismusforschung oder das Einstein-Forum von Susan Neiman hier nach Deutschland auch immer weiter zu importieren. Ich komme nun, es gibt auch noch viele andere offene Briefe von Hunderten von Gender-Instituten, Gender-Forschungsinstituten in den USA, von Middle East-Forschungsinstituten und so weiter und so fort. Damit möchte ich Sie jetzt nicht langweilen. Ich möchte, bevor ich die drei Teile meines Vortrags im Detail ausführe, Ihnen erst einmal die Grundzüge des postkolonialen Paralleluniversums in der Frage Israel und Antisemitismus präsentieren. Also sozusagen
die komplette Story. Und ich werde nur einzelne Punkte aus der kompletten Story jetzt weiter erläutern können. Ich nenne es ein Paralleluniversum, weil ich glaube, dass es sich hier um einen wahnhaften und mit nichts mit der Realität zu tun habenden eine Theorie zu tun hat, also die nichts mit der Realität zu tun hat. Ein Paralleluniversum, dieses Paralleluniversum beginnt mit einer Grundthese, auf die ich gleich nochmal zurückkommen werde, ausführlicher. Die Grundthese ist, dass Antisemitismus Anti-Semitismus sei, nämlich die Feindschaft des Westens gegen Juden, Muslime und Araber durch sogenanntes koloniales Othering. Othering ist der ideologische Prozess, in der eine Gruppe von Menschen als anders dargestellt wird, als minderwertig und als zu beherrschend. Der zweite Punkt ist, dass behauptet wird, dass der Anti-Semitismus als gemeinsame Feindschaft gegen Juden, Muslime und Araber Hautfarbe der Juden oder ihren sozialen Status als less than white, also als weniger als weiß, hervorgebracht hätte und die Juden im Holocaust Opfer eines Rassismus geworden seien, eines Rassismus gegen Juden, beziehungsweise eines Rassismus gegen Juden, Araber und Muslime. Der postkoloniale Literaturwissenschaftler Gil Anijar geht so weit zu sagen, dass die Juden in Auschwitz als Muslime umgebracht worden seien. Die Juden sind damit nicht Opfer eines spezifisch gegen Juden gerichteten Hasses, so die These, sondern des Hitlerismus, wie Aimé Césaire, ein Vorläufer dieser postkolonialen Position aus den 50er Jahren, und Ramon Gros-Vogel, ein Professor für Ethnic Studies in Berkeley, behaupten. Sie seien Opfer des Hitlerismus geworden, nämlich der weißen westlichen Moderne, die inhärent hitleristisch sei. Der Holocaust ist damit eine Version kolonialer Massenverbrechen, allerdings mit der Ausnahme, dass es sich mal um ein Massenverbrechen von Weißen an Weiße gehandelt habe. Die Juden allerdings, so geht die Erzählung weiter, würden mit der Zeit, spätestens nach 1945, weiß. Also vorher waren sie less than white, jetzt werden sie weiß. Und mit dem Zionismus werden sie auch noch vom Paradigma, vom Vorbild, vom Musterbeispiel eines gesellschaftskritischen, in der Diaspora zerstreuten, kritischen Menschen zum Symbol der westlichen Macht selbst. Sie dringen in das Herz der Dominanzkultur ein, wie Enzo Traverso, Abigail Bakan und andere behaupten. Damit endet der Antisemitismus gegen Juden weitgehend, so die weit geteilte Position. Vor dem Zionismus bzw. Kolonialismus habe es eine friedliche Koexistenz zwischen Juden, Muslimen, zwischen Juden und Muslimen im Nahen Osten gegeben, so die These. Da gehe ich auch später nochmal drauf ein. Der Zionismus sei hingegen die Fortsetzung des toxischen Nationalismus, der in den Holocaust geführt habe, und reduziere Palästinenser auf, wie Achille Mbembe meint, lebendige Tote, wie die Nazis die Juden im Lager auf die sogenannten Muselmänner, also diese apathischen, willenlosen, kaum noch lebendigen Figuren, reduziert haben. Oder der Zionismus begehe einen Genozid, dessen biopolitische Motive denen des Nazi-Genocide gleichen sollen. Der Zionismus ist damit die neue Form des Antisemitismus, so die These, des Anti-Semitismus. Die Juden haben also ihre gemeinsame Opfergeschichte mit den Arabern verraten und dürfen allenfalls als Antizionisten im, wie Michael Rothberg das nennt, multidirektionalen Kampf gegen die westliche Dominanzkultur und White Supremacy mitmachen. Sobald sie als Zionisten kämpfen wollen, sind sie raus aus dem gemeinsamen Kampf mit Muslimen, Schwarzen und so weiter. Dann wollen sie nämlich einen Keil in diesen Kampf gegen den gemeinsamen Gegner, der angeblich nur die White Supremacy, also der weiße Rassismus sei, treiben, so die Idee. Israel als antisemitischer Staat sei damit ein rassistisches Siedlerprojekt europäischer Juden,
das den Holocaust für seine Zwecke instrumentalisiert, vor allem mittels der These, der Holocaust sei ein singuläres Verbrechen gewesen oder ein präzedenzloses. Das war auch auf dieser Tagung vor einigen Tagen in Berlin eine der zentralen Thesen. Der Antisemitismus sei nun, da ja der Antisemitismus nicht mehr vornehmlich ein Hass gegen Juden ist, vorrangig Hass der Weißen auch und vor allem der weißen Juden auf Araber und Muslime. Oder wie Ramon Gross-Vogel das nennt, Anti-Arab Muslim Anti-Semitism. Der islamische oder arabische Antisemitismus, so wird behauptet, existiere als solcher entweder nicht, also es gäbe gar keinen islamischen Antisemitismus, oder islamische und arabische judenfeindliche Praktiken und Äußerungen seien eine nicht per se antisemitische politische Reaktion auf den jüdischen Staat und seien, wie Klaus Holz und Enzo Traverso das ausgedrückt haben, Staatsterrorismus. Also wenn dann anerkannt wird, dass es ja doch wohl Gewalt gegen Jüdinnen und Juden gibt, dann wird das als politische Reaktion wahrgenommen. Solange diese Gewalt von Muslimen ausgeübt wird oder von Schwarzen in den USA, wenn sie von Weißen, White Supremacists, ausgeübt wird, von Nazis, wird es nicht als politische Reaktion auf Israels Verbrechen wahrgenommen. Generell gilt damit, dass der gute, ja vielleicht sogar der wahre Jude, derjenige sei, der zum allgemeinen Menschen, besser noch zur absoluten Nicht-Identität konvertierende nicht-jüdische Jude ist. Darauf werde ich gleich im zweiten Teil anhand von Judith Butlers Theorie eingehen. Auch der tote Jude des Holocaust hat gemäß der Ethik der Zerstreuung, wie Butler das nennt, nämlich der Ethik, sich bewusst dem anderen, dem man ohnehin ausgeliefert ist, auszuliefern, seine wahre Bestimmung erfüllt. Der tote Jude des Holocaust ist der gute Jude, der lebende zionistische Jude ist der böse Jude. Der jüdische Jude ist also die Inkarnation des neuen Hitlerismus, wie Ramon Gross-Vogel, ich erwähne nochmal, der ist Professor in Berkeley und ein international anerkannter postkolonialer Theoretiker, sei Inkarnation des neuen Hitlerismus und steckt, wie Butler meint, im Wiederholungsproblem des völkischen Nationalismus, der zum Holocaust geführt hat. Damit haben wir die Erzählung beendet. Das ist sozusagen so der Grundriss dieser postkolonialen Erzählung. Nicht alle postkolonialen Theoretiker vertreten jede dieser Thesen. Es ist aber sozusagen die in sich stimmige Erzählung, die, vorherrschende Erzählung ist von den Positionen, die ich hier vertrete. Das wird dann manchmal semantisch abgefedert. Einige sind ein bisschen rabiater, andere sind ein bisschen softer in ihrer Formulierung, aber das ist von der Grundintention her ähnlich. Ich werde jetzt im Folgenden in drei Punkten einige dieser Aspekte beleuchten und leider eben nur ganz punktuell auf diese Aspekte eingehen können. Ich werde zunächst einmal im ersten Teil die These untersuchen, inwiefern Antisemitismus Anti-Semitismus sei. Im zweiten Teil, das dürfte der schwierigste, am schwersten zu verstehende Teil sein, werde ich die These vertreten, dass Antisemitismus nicht nur Identitätswahn ist, sondern auch Anti-Identitätswahn und damit eine genuin postmoderne Quelle des Antisemitismus freilegen. Und im dritten Punkt möchte ich dann noch auf einige Motive, die immer wieder auftauchen, der Dämonisierung Israels und der schlichten Fake News, die von diesen postkolonialen Spitzenakademikerinnen und Akademikern verbreitet werden, eingehen. Zu jedem dieser Punkte könnte man natürlich einen ganzen Vortrag halten. Ich bemühe mich, nicht so weit wie möglich kurz zu halten. Also nochmal hier einige Punkte, die ich schon erwähnt habe, nochmal mit Beispielzitaten. Antisemitismus wird als Racism against Jews, als Rassismus gegen Juden bezeichnet. Der schon erwähnte Gil Anijar spricht gleich von Orientalism, also known as Islamophobia, also known as Antisemitism. Also das ist sozusagen alles gleich. Orientalismus ist der Rassismus gegen Araber und Muslime. Das ist ein Begriff von Edward Said. Das ist im Grunde genommen alles ineinander übersetzbar und alles gleich. Und Ramon Gross-Vogel spricht von Antisemitism has had two components from its beginning, anti-Jewish Antisemitism and anti-Arab Muslim Antisemitism.
Also Antisemitismus ist immer Hass gegen Juden und Muslime gleichermaßen. Ich möchte jetzt diesen Punkt anhand von zwei Theorien kurz abhandeln. Einer Theorie der sogenannten Critical Whiteness, einer in der antirassistischen, postkolonialen und postmodernen Theorie sehr weit verbreiteten Strömung, die sich auch intensiv mit dem Thema Judentum beschäftigt haben, und im zweiten Teil dann sehr kursorisch mit dem poststrukturalistischen Antirassisten und postmodernen Antirassisten, kann man sagen, Etienne Balibar, der die These vertritt, Antisemitismus sei eben Hass gegen Juden und Muslime gleichermaßen. Die Critical Whiteness-Theorie, die ich auch jetzt noch im Laufe der Thesen erläutern werde und in der Kritik nochmal erläutern werde, versucht, eine Statusposition von Menschen in angeblich oder wirklich rassistisch strukturierten Gesellschaften zu analysieren, nämlich sozusagen die Täterseite, die Seite, die privilegiert ist, und die wird mit diesem Begriff der Whiteness, des Weißseins, tituliert. Diese Critical Whiteness-Theorie wird nun angewendet auf Juden, und hier muss man vorab sagen, dass in der Critical Whiteness es eine theoretische Inkonsistenz gibt, die nie wirklich aufgelöst wird, nämlich einerseits wird mit Whiteness eine Hautfarbenperzeption dargestellt, also dass Menschen eher als hellhäutig oder weiß wahrgenommen werden und andere als dunkelhäutig wahrgenommen werden. Das spielt eine ganz zentrale Rolle in dieser Theorie. Und andererseits wird zugleich behauptet, weiß oder schwarz sei eine reine soziale Konstruktion. Dadurch, diese sozialen Konstruktionen symbolisieren Dominanz und Subalternität, also Herrschaft und Unterworfenheit in einer rassistisch strukturierten Gesellschaft, und dadurch kann es passieren, dass Menschen, die als weiß oder schwarz tituliert wurden, weiß werden können. Das ist genau das, was Karen Brodkin und Abigail Bacan, zwei Critical Whiteness-Forscherinnen aus Kanada, den USA, behaupten. Brodkin analysiert die Einwanderungswelle des 19. Jahrhunderts in den USA und sagt, es habe ja durch die enorme Zahl von europäischen Einwanderern einen enormen Druck auf den Arbeitsmarkt durch europäische Migranten gegeben. Die Parallele für diese Amerika-Erzählung ist, dass die Einwanderung von sogenannten Ostjuden in Europa, auf die immer wieder eingegangen wird, wenn vom Weißwerden der Juden in Europa die Rede ist. Hier sei eine Unterscheidung von Inferior und Superior European Races eingeführt worden, also untergeordnete und übergeordnete, überlegene europäische Rassen, wobei die Juden als, Zitat Brodkin, ungewaschen, unhöflich, unfein, laut und aufdringlich als Inferior Race oder Less than White betrachtet worden seien. Das heißt, die Juden werden sozusagen in so einer Art innereuropäischem Rassismus ganz nach unten gestellt als die schmutzigen, lauten, unfeinen Figuren, die jetzt auf den Arbeitsmarkt schwemmen, und dann wird das sozusagen abgestuft, dann kommen die Italiener und so weiter, und ganz oben stehen dann die englischen Auswanderer. Die Iren stehen da irgendwo dazwischen, die gelten auch als less than white, so die These. Der Aufstieg der Juden nach 1945 sei nicht durch ihre eigenen Qualifikationen oder ähnliches zu erklären, sondern durch eine Affirmative Action Politik, also eine staatliche Unterstützungspolitik für weiße Kriegsheimkehrer, wobei natürlich hier schon das Weißsein schon wieder unterstellt wird, was sie erst werden sollen, also ein Zirkel. Die Juden seien dann nach 1945 in eine erweiterte Version des Weißseins aufgenommen worden. Sie sind also in der Machtmatrix aufgestiegen und müssen jetzt einen rassistisch diskriminierten anderen präsentieren. Und das sind dann entweder die mizrachischen oder sephardischen Juden, meist aber die Araber im Nahen Osten, so die These. Enzo Traverso knüpft an diese Critical Whiteness-Positionen an und sagt, Jewish modernity has completed its trajectory. After being the Western world's main source of critical thought, Jews now find themselves at the heart of its mechanisms of domination.
Ursprünglich sind sie das Symbol des kritischen Denkens, des Zerstreuten, überall, nirgendwo und nirgendwo Heimischen. Und jetzt sind sie aber in das Herz der Mechanismen der Dominanz eingedrungen, die Juden. So die These dieser Theoretiker. Das bedeutet dann, wie ich schon erläutert habe gerade auch, das Ende der systematischen Judenfeindschaft, da Juden ja nun zur Dominanzgesellschaft gehören und Israel als westlich-imperialistischer Brückenkopf im Nahen Osten fungiere, wie Abigail Bacan und Ramon Grosfogel behaupten. Das heißt, da, und das ist eine weitere These, die Vorteil plus Machtthese, da Rassismus nur von denen ausgeübt wird, die gesamtgesellschaftlich profitieren und die anderen gesamtgesellschaftlich vom Zugang zu symbolischen und materiellen Ressourcen ausschließen können, die Juden jetzt aber weiß geworden sind, also die Dominanten geworden sind, kann es auch keinen Rassismus gegen Juden mehr geben, der ja angeblich der Antisemitismus sein soll. Da man genau weiß, dass das nicht stimmt, weil es immer wieder Mordanschläge von Rechtsradikalen, aber auch von Schwarzen in den USA auf Juden gibt oder von Muslimen und Nazis in Europa auf Juden gibt, muss dann gesagt werden, das sei eben not systemic, also ist nicht systemisch, sondern irgendwie zufällig oder wie auch immer, dieser Antisemitismus. Oder es wird gesagt, na, es ist eine politische Reaktion auf Israels Verbrechen. Aber nicht bei den Nazis, nur bei den Muslimen oder Schwarzen. An die Stelle des antijüdischen Antisemitismus, das habe ich auch schon erläutert, tritt nur der antimuslimische Antisemitismus. Drei Zitate zum Beleg. Antisemitism has ceased pervading national cultures and has yielded its place to Islamophobia, meint Traverso. Also der Antisemitismus hat aufgehört, die nationalen Kulturen Europas zu durchdringen und jetzt ist sozusagen die Islamophobie an die Stelle getreten. Auch Iman Atiyah, Professorin für Diversity Studies an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin, behauptet, Zitat, die im Begriff der Islamophobie implizierte Angst vor muslimischer Weltbeherrschung hat Verschwörungsmythen über die jüdische Weltbeherrschung abgelöst. Ja, nicht hinzugetreten, abgelöst. Und so weiter und so fort. Ich könnte also das andere Zitat können Sie auch gerne selber noch lesen. Es ist immer das Gleiche, was hier behauptet wird. Es gibt eine important reduction of anti-Jewish anti-Semitism in the West and the world at large. Hinzu kommt, dass behauptet wird, wer sich gegen diese These wendet, wer also von einem konsistenten und ununterbrochenen Struktur von Judenhass ausgeht, also von der vom Fortleben des Judenhasses, der bediene ein sogenanntes zionistisches Narrativ, behauptet Abigail Bacan, das eng mit einem Exceptionalism of this particular Holocaust zu tun hat. Das heißt, die Juden behaupten, dass sie sozusagen, dass ein Hass gebe, der gegen sie ausgeübt wird, der etwas Besonderes sei. Der Holocaust sei auch etwas Besonderes, ja gar Einzigartiges. Und das wird nun benutzt, um die These aufrechtzuerhalten, auch nach 1945 sei der Antisemitismus fortbestehend, was er ja nicht sei, zumindest nicht in der systemischen Form, wie behauptet wird. Und das würde gleichzeitig dazu benutzt von den zionistischen Juden, als Instrumentalisierung um der Erinnerung an den Holocaust, um andere Ziele durchzusetzen, nämlich vor allem die rassistische Diskriminierung des neuen Ersatzanderen, nämlich der Palästinenser. Auch das eine These, die auf der Tagung vor einigen Tagen mehrfach formuliert wurde und die auch Theoretiker wie Michael Rothberg oder Dirk Moses in unterschiedlichen Radikalitätsgraden behaupten. Also die Juden instrumentalisieren, die zionistischen Juden instrumentalisieren den Holocaust für ihre Zwecke und benutzen ihn jetzt, um ihren Antisemitismus zu praktizieren, der ja ein Rassismus gegen Araber jetzt ist und gegen Muslime. Hier ein Beispiel von Jackie Walker, einer Aktivistin aus Großbritannien, die ursprünglich in der Labour Party war. Why is the Nazi Holocaust more important? We all know the answer, because it's white lives that matter. Ja, weil der Holocaust ein Verbrechen von Weißen an Weißen gewesen sei, wird er ihm eine besondere Aufmerksamkeit
gegeben, aber das sei sozusagen eben falsch. Hier noch ein anderes Bild eines Karikaturisten, Seon, der 2016 einen iranischen Karikaturwettbewerb gewonnen hat. Und hier sieht man, hinter diesem Bild des schon an sich ziemlich teuflisch aussehenden Juden steckt ein Dämon mit ganz spitzen Zähnen. Und da sieht man, was passiert. Ja, dieser Dämon drückt sozusagen bei der Gewichtung der Völkermorde auf den Holocaust. Und dadurch erscheinen die anderen Verbrechen als irrelevant und viel leichter und kann man sozusagen ignorieren. Mit dieser These gehen Leute wie Mike Rothberg hausieren und werden vom Zentrum für Antisemitismusforschung stark unterstützt. Dessen Buch ist ja auch mit Mitteln des ZFA und von Mitarbeitern des ZFA ins Deutsche übersetzt worden und kommentiert worden. Ein letztes Beispiel für das, worauf Critical Whiteness hinauslaufen kann, nicht muss, ist dieses Flugblatt, das 2017 an der University of Chicago verteilt wurde, Ending White Privilege Starts with Ending Jewish Privilege. Es ist unklar, von wem das verteilt wurde. Es können auch ganz normale Nazis gewesen sein. Ja. Das Problem ist, man weiß es einfach nicht mehr. Hier werden dann die Juden als die Privilegierten der Privilegierten dargestellt. Ne. Aber es ist schon ganz klar, Enzo Traverso, einer der Vordenker dieses postkolonialen Ansatzes heutzutage, hat ja schon gesagt, die Juden sind sozusagen in das Herz der Mechanismen der Dominanz eingedrungen und gelten auch als Symbol, wohlgemerkt, dieser Dominanz, meint er. Und dann kommt dann letztlich sowas raus. Die 1% sind eigentlich fast alle Juden und da muss man erstmal mit dem Jewish Privilege enden, bevor man das White Privilege insgesamt beendet. Ich möchte nun einige Kritikpunkte anführen. Zunächst einmal natürlich die Reduktion von Antisemitismus auf antischwarzen oder innereuropäischen Rassismus und damit die Verfehlung des modernen Antisemitismus, die man eigentlich bei fast allen postkolonialen Theorien findet. Ich kenne keine Theorie, oder sagen wir mal mit Ausnahme von 2, 3 Leuten in Deutschland, die das ein bisschen reflektierter sehen, die eine reflektierte Antisemitismus-Theorie haben. In der einen oder anderen Form wird immer Antisemitismus auf Rassismus oder auf Rassismus gegen Juden oder auf Rassismus gegen Araber reduziert. Damit wird der moderne Antisemitismus verfehlt. Erinnern Sie sich noch an die Stereotype, die Brodkin unterstellt hat. Ungewaschen, unhöflich, unfein, laut und aufdringlich. Aber das sind Stereotype, die auch Italienern oder Iren gegenüber formuliert worden sind und überhaupt nichts spezifisch Antisemitisches haben. Gerne wird dann immer wieder auf die in Deutschland bzw. in Europa auf den Hass gegenüber den Ostjuden rekurriert, so von Micha Brumlik oder Juliane Wetzel. Aber auch das ist nur ein Randphänomen des Antisemitismus, weil diese sogenannten Ostjuden eher als vormodern wahrgenommen wurden und das eben nicht die klassisch antisemitische Stereotypie gegenüber den in Europa und auch in den USA weitgehend assimilierten Juden im 19. und 20. Jahrhundert darstellt. Denn Juden gelten im modernen Antisemitismus keineswegs als primitiv und vormodern, sondern sie gelten als hypermodern. Sie sind die Inkarnation von Liberalismus, Sozialismus, der modernen Abstraktion, Kapital, Klassenkampf, Recht und Intellektualität. Wie David Schraub in einem wichtigen Aufsatz zur Kritik an diesem Critical Whiteness-Ansatz schreibt, sie sind hyperwhite, wenn man diese irreführende Terminologie von Critical Whiteness mal verwenden will. Sie sind also keineswegs less than white gewesen, sondern hyper white. Das heißt nicht, dass Juden nicht Anfang des 19. Jahrhunderts und immer wieder auch später gelegentlich als Orientalen oder Schmutzige oder wie auch immer bezeichnet wurden. Nur ist das nicht das Spezifische, was den modernen Antisemitismus ausmacht. Während im Rassismus der Schwarze, der Araber und was auch immer, oder auch der Slave als primitiv, naturnah, vormodern, grob dargestellt werden, wird im Antisemitismus der Jude als unsichtbar, ungreifbar, hypermodern, hinterlistig und die modernen Mechanismen von Markt, Recht und Intellektualität beherrschend wahrgenommen. Und das sind alles Stereotype, die nicht mit Hass auf Muslimen oder mit Hass auf Schwarze oder Slaven
übereinstimmen. Viel schlimmer ist aber nun, dass die Juden im Critical Whiteness-Ansatz als nicht mehr diskriminiert gelten, weil sie ja jetzt nun zum White Privilege zählen. Die These vom weißen Charakter der Juden vergisst andererseits die mizrachischen Juden Nordafrikas und des Nahen Ostens und ignoriert zum Beispiel ihre systematische Diskriminierung, Enteignung und Vertreibung durch arabische Staaten seit den 1940er Jahren. Damit ist auch die These vom weißen Siedlerkolonialismus in Israel zugleich ein Entschuldungsdiskurs gegenüber den arabischen Verbrechen gegen diese Juden. Also die sogenannte jüdische Nakba, die Vertreibung und Flucht von über 800.000 Juden aus den arabischen Ländern seit den 40er Jahren. Das wird in der Regel gar nicht erwähnt und diese Juden werden vergessen in der Regel. Oder sie werden als sozusagen ja in Israel selber diskriminierte, von den Aschkenasim selber diskriminierte Minderheit wahrgenommen, aber nicht als von der arabischen Seite diskriminierte. Der Topos des privilegierten Juden fügt sich so zwanglos in modern antisemitische Stereotype ein. John Paul Pagano hat das so schön ausgedrückt: Jews don't enjoy privilege. Jews are attacked because anti-Semites think they have too much of it. Das ist sozusagen der zentrale Gedanke. Also dieser Gedanke mit dem Privilegiertsein, mit dem Ausgeschlossensein oder an den Fleischtöpfen der Gesellschaft hängen, ist ein für den Rassismus durchaus treffendes Bild, aber hat mit dem antisemitischen Hass wenig zu tun. David Schraub nennt das dann den Brandbeschleuniger-Effekt der Attribuierung von Juden als Weiße. Nochmal, die Thematisierung von Weißsein soll in der Critical Whiteness-Theorie bei den nicht-jüdischen Weißen auf bestimmte Privilegien hinweisen, die diese Weißen als solche gar nicht erkennen. Das soll sozusagen denen zeigen, ja, ihr werdet zum Beispiel nicht in der Disco aufgrund eurer Hautfarbe rausgeworfen oder erst gar nicht reingelassen. Sie betrachteten sich, also die nicht-jüdischen Weißen betrachten sich dieser Critical Whiteness-Theorie als just a person und seien weder in ihrer Selbstwahrnehmung noch in der Wahrnehmung der Gesellschaft besonders mächtig oder privilegiert. Und das versucht die Critical Whiteness-Theorie nun herauszuarbeiten, dass sie es doch seien. Ich will dazu inhaltlich jetzt nichts sagen, aber das ist erstmal die These. Juden hingegen, so Schraub, werden von der Gesellschaft aber nicht als normale Personen betrachtet, sondern als besonders machtvoll oder privilegiert oder einflussreich. Der Topos des weißen Juden diene damit nicht als Gegengewicht, sondern als Brandbeschleuniger und der Antisemit sehe sich bestätigt durch die Critical Whiteness-Theorie. I always thought that Jews had all this power and privilege and see how right I was. Denn jetzt sagen es mir linke Akademikerinnen und Akademiker. Wer auf das Fortbestehen des Antisemitismus hinweist, wird dann von Abigail Bakan beispielsweise als Teil von Influential Jewish Organizations identifiziert, die moralischen Profit aus dem sogenannten Antisemitismusvorwurf ziehen und neues Leid, nämlich die rassistische Unterdrückung der Araber, verdecken wollen. Jede Verbindung von Antisemitismus, Holocaust und der Legitimität jüdischer Selbstverteidigung wird als bösartige Machenschaft delegitimiert. Und auch das ist der Tenor der Tagung des ZFA gewesen. Das war von Anfang an dieser Gedanke. Wenn Susan Neiman dahin sich hinstellt und sagt, ich frage cui bono, wem nützt es denn, wenn man die Singularität des Holocaust behauptet? Ne? Dann ist die Antwort natürlich klar, Israel, ne? Den Machtinteressen Israels und anderer Eliten, wie Dirk Moses meint. Und also jede Verbindung, und zwar von vornherein, ja, zwischen Antisemitismus, Holocaust und der Legitimität jüdischer Selbstverteidigung wird von vornherein als jüdische Machenschaft und Missbrauch des Holocaust-Gedenkens delegitimiert, und zwar mittels eines mehr als provinziellen Antisemitismus-Verständnisses, das Antisemitismus nur als Ausdruck der White Supremacy begreift. Der Antisemitismus der muslimischen und arabischen Welt der Juden bedroht, wird geleugnet, verharmlost und teilweise sogar verherrlicht. Darauf komme ich am Ende meines Vortrags nochmal zurück. Auch der hier zu sehende Etienne Balibar behauptet, dass Antisemitismus Anti-Semitismus sei, weil Juden und Muslime als unvereinbare Kulturen konstruiert würden
und weil beiden Weltherrschaftspläne unterstellt würden. Deswegen müsse man den Antisemitismus, wie er sich ausdrückt, als Judenhass und Araberhass im selben antisemitischen Komplex denken. Nochmal meine Kritik daran. Die These, dass zum Beispiel Muslime im Rassismus gegen Muslime als mit der westlichen Kultur unvereinbare wahrgenommen werden, ist durchaus richtig. Aber das legitimiert nicht die Gleichsetzung eines Rassismus gegen Muslime mit Antisemitismus. Denn die Unvereinbarkeit der Muslime und der Juden, die von Balibar gleichgesetzt wird, wird von ihm nicht richtig bestimmt. Denn Araber und Europäer gelten zwar im kulturellen oder kulturalistischen Rassismus als unvereinbar, die sind aber nicht unvereinbar mit dem Gedanken der in Nationen und Völker eingeteilten Welt. Also platt gesagt, dem sogenannten ethnopluralistischen, kulturalistischen Rassismus gegen Muslime zufolge gehören die irgendwo da hinten hin, ja, in das arabische Land. Die identitäre Bewegung behauptet eben, ja, der Islam sei eine nationale Religion der Araber. Die haben also einen Platz in der Welt. Die Juden haben im Antisemitismus aber keinen Ort der legitimen Differenz. Dem Antisemitismus zufolge sind Juden nicht in der Lage, gemeinwohlförderlich zu arbeiten, also einen Staat zu gründen, also können sie nicht mal irgendwo in der Welt einen Staat haben. Sie gelten im Antisemitismus als Feinde aller Völker. Und damit müssen sie auch systematisch vernichtet werden, damit die Welt der in Völker und Rassen und Nationen aufgeteilten Welt wieder glücklich und harmonisch leben kann. So die Idee des modernen Antisemitismus. So viel zu dieser These. Ich will jetzt gar nicht auf die anderen Positionen noch weiter eingehen von Balibar. Ich will nur den einen Punkt noch nennen, also den zweiten, den er nennt, neben der Unvereinbarkeit der These von der jüdischen und arabischen Welt oder muslimischen Weltherrschaft. Es ist natürlich rassistisch und absurd zu behaupten, dass muslimische Einwanderer in Deutschland oder sonst wo alle Teil einer muslimischen Verschwörung und Weltherrschaftsidee seien. Dennoch ist es eine fundamentale Verharmlosung des radikalen und konservativen Islam, den Balibar betreibt, weil im radikalen und konservativen Islam die Idee der Weltbeherrschung durch den Islam state of the art ist und nicht Ausnahme ist. Es gibt aber nichts Vergleichbares im Judentum. Und hier sehen wir einen Punkt, der die toxische Wirkung dieser Theorien besonders hervorhebt. Eine systematische Verharmlosung regressiver, konservativer oder sogar dschihadistischer Positionen im Islam bis hin zu offenen Bündnissen mit Islamisten seitens dieser antirassistischen Linken. Was dann natürlich verloren geht, sind die Menschen in islamischen Communities, die versuchen, sich einem bestimmten konservativen Druck zu entziehen. Ja, denen wird gerade von den linken antirassistischen Theoretikern in den Rücken gefallen, weil jede Kritik am Islam als sogenannt islamophob und jetzt wieder übersetzt antisemitisch jetzt, ja, nach der neuen Terminologie, behauptet wird. Und Etienne Balibar ist keine Ausnahme, sondern ist einer der führenden antirassistischen Theoretiker in diesem postkolonialen Kontext. Also nochmal, Antisemitismus ist kein Anti-Semitismus. Das Feindbild des Juden unterscheidet sich von dem des Arabers und Muslims. Das Erstere ist antisemitisch, das Letztere ist rassistisch, wie ich schon erläutert habe. Der Muslim gilt als primitiv, vormodern und naturnah und als sozusagen ganz einfache Kultur, während der Jude als künstlich ungreifbar, überall anwesend, die Nationen zersetzend, als künstlicher Übermensch gilt. Den Muslim oder Araber soll man dorthin zurückdrängen, wo er hingehört. Den Juden muss man vernichten, weil er nirgendwo hingehört. Und durch seine Anwesenheit die Verjudung der Kultur, auch der nichtjüdischen, entsteht, nämlich die Infizierung durch Liberalismus, Sozialismus und sonstige Ideen, die die Volksgemeinschaft zersetzen. So die Idee der modernen Antisemiten. Auch im vormodernen Antisemitismus spielen oder auch in der vormodernen Feindschaft von Christen gegen Muslime spielen Muslime in keiner Weise die gleiche Rolle wie Juden. Die Juden haben eine ganz spezifische Rolle für die Christen. Sie sind
Gottesmörder und sogenannte heilige Henker, die eine gemeinschaftsstiftende, sinnstiftende Funktion haben, die konstitutiv für das christliche Selbstverständnis der damaligen Zeit war. Bei den Muslimen ist das nicht der Fall. Ich will noch zwei Zitate bringen von führenden Rassenantisemiten des 19. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, um nochmal klarzumachen, dass auch diese führenden Rassenantisemiten deutlich betont haben, dass der Antisemitismus kein Anti-Semitismus ist. Eugen Düring schreibt in 1892 in seinem Buch Die Judenfrage als Frage der Rassenschädlichkeit: Der Ausdruck semitisch wird bei den Juden leicht zur Beschönigung und ihnen lassen sich auch die Juden lieber gefallen als den Namen von allbekannter Tragweite und Volksverständlichkeit. In der Tat verdunkelt er da, wo, wie in Algerien, Araber sich den Juden grad so entgegenstellen wie wir, das wahre Verhältnis, das heißt den Charaktergegensatz der Nationalitäten. In diesem Falle werden Judensemiten von Arabersemiten als schädlicher Stamm verabscheut und der Ausdruck Antisemitismus, den man von Europa aus den arabischen Regungen untergeschoben hat, wird, wo man ihn versteht, zu einer offenbaren Lächerlichkeit. Verschiedene semitische Stämme haben einen weit besseren Charakter als die Juden, und es begreift sich, wenn sich die Juden gern hinter einer umfassenden Rasse und deren Namen verkriechen. Und ein anderer führender Rassenantisemit, Theodor Fritsch, in seinem Handbuch der Judenfrage, 1935 in der 39. Auflage erschienen: Der von Wilhelm Marr 1879 geprägte Ausdruck Antisemitismus ist schon insofern nicht glücklich, als es andere Völker semitischer Sprache gibt, die in scharfem Gegensatz zu den Juden stehen. Man wird daher nicht nur aus Gründen der Sprachreinlichkeit den Ausdruck Antisemit vermeiden und ihn durch Judengegner ersetzen. Und jetzt nochmal zum nationalsozialistischen Regime. Hier ein Zitat von David Motterdell aus dessen Untersuchung für Prophet und Führer über das Verhältnis von Nationalsozialismus und Islam. Das NS-Regime zeigte sich, wenn es um Türken, Araber und Iraner ging, bemerkenswert pragmatisch. Während es auf rassentheoretischer Grundlage gewissermaßen legitimierbar war, Perser und Türken von rassischer Diskriminierung auszunehmen, war dies hinsichtlich der Araber problematischer, da diese den meisten Rassenideologen als Semiten galten. NS-Stellen waren sich der Problematik dieses Begriffs sehr wohl bewusst, bezog er sich doch auch auf Gruppen, die man nicht vor den Kopf stoßen wollte, nämlich die Araber. Bereits 1935 wies das Propagandaministerium daher die Presse an, die Begriffe antisemitisch und Antisemitismus zu meiden und sich stattdessen solcher Wörter wie antijüdisch zu bedienen, da der Kampf sich lediglich gegen Juden, nicht aber gegen Semiten überhaupt richtete. Walter Groß vom rassenpolitischen Amt der NSDAP schreibt 1942, die nationalsozialistische Rassenlehre erkennt vielmehr die Araber als Angehörige einer hochwertigen Rasse an, die auf eine ruhmvolle und heldenhafte Geschichte zurückblickt. Tatsache, schreibt Motterdell, ist das Fehlen anti-islamischer Vorstellungen in der Führungsriege des NS-Regimes, ja geradezu eine Begeisterung für den Islam. Hitler und Himmler imaginieren, dass im 8. Jahrhundert, wenn Karl Martell die Muslime nicht zurückgeworfen hätte, dann wären die Germanen hätten die eine islamische Religion angenommen und das sei eine viel männlichere und den Germanen viel adäquatere Religion gewesen als das verweichlichte Christentum, sagt Hitler. Ich könnte jetzt noch mehr Details aufführen, lasse es aber dabei, um zu zeigen, wie fantastisch der Gedanke ist und wie falsch der Gedanke ist, Antisemitismus sei Orientalismus gegen Juden und Araber gleichermaßen gewesen. Wohlgemerkt, auch wenn Juden immer wieder als orientalisch oder manchmal sogar am Anfang auch als negroid bezeichnet werden, das ist nicht die Spezifik des Antisemitismus. Die wird hier systematisch verfehlt. Zweiter Teil, ich will den zweiten Teil relativ kurz halten. Ich werde jetzt den Kern der postmodernen Judenfeindschaft darstellen und werde mich hier vor allen Dingen auf dieses wirklich sehr wichtige Buch von Bruno Chauat, Is Theory Good for the Jews, beziehen, von 2016. Hier hat er nämlich versucht, spezifisch Postmoderne, also die Hintergrundtheorie auch des Postkolonialismus, Postmoderne, Motive der Judenfeindschaft herauszuarbeiten.
Die postmodernen Grundideen jetzt kurz darzustellen, ist eine ziemliche Herausforderung. Ich will nur auf einige Punkte eingehen. Ich will nur darauf eingehen, dass in der postmodernen Theorie der Gedanke der Auflösung der Grenzen von Subjekt und Objekt eine zentrale Rolle spielt. Die Idee, dass Subjekt und Identität etwas Fließendes seien, das ständig im Wandel begriffen ist, und dass Identität sozusagen eigentlich in Differenz aufgelöst wird. Ich würde jede dieser postmodernen Thesen leugnen, würde ihren Wahrheitsgehalt leugnen, aber es geht jetzt erstmal nicht um den Wahrheitsgehalt dieser postmodernen Thesen, sondern nur darum, erstmal zu verstehen, dass Identität etwas ist, was im Grunde genommen höchstens etwas Vorläufiges ist, wenn nicht gar etwas Gewaltsames ist in dieser postmodernen Theorie, dass das Besondere, das Fließende, das sich Verändernde immer wieder sozusagen versucht zu negieren, obwohl es eben nicht negierbar ist. Vor allen Dingen, diese drei letzten Punkte sind wichtig für das Kommende, die Kritik der Idee souveräner, autonomer Identität, und zwar hinsichtlich geschlechtlicher, ethischer, politischer und nationaler Handlungsfähigkeit. Es wird unterstellt, dass Autonomie oder Bestimmtheit, Identität und Identifizierung Ausschluss und Repression des Besonderen seien. Es wird unterstellt, dass Identität der Versuch der Verleugnung der konstitutiven Bezogenheit auf den anderen Menschen, aber auch andere Entitäten, andere Wesenheiten ist, und der eigenen Verleugnung der eigenen Verletzbarkeit. Und es wird unterstellt, Identität sei der unmögliche Versuch der Erlangung von Identität, also sozusagen nur eine Anmaßung. Und diese Anmaßung der Erlangung von Identität und Sicherheit bedeutet eine gewaltförmige Abspaltung eigener Abhängigkeit, den Versuch der Beherrschung oder Vernichtung des anderen als Bedrohung. Also wenn ich versuche, ein sicheres Selbst zu sein, das sich von der Welt abgrenzt, dann leugne ich meine Bezogenheit und Abhängigkeit von der Welt und von den anderen und versuche durch eine fantastische oder phantasmagorische Projektion den anderen zu beherrschen, dingfest zu machen, indem ich ihn entweder einsperre, kontrolliere oder umbringe. Das sind die Grundthesen der Theorie von Butler in dem Kontext hier, aber auch von Achille Mbembe und anderen postkolonialen und postmodernen Theoretikern. Wie wird das jetzt nun auf den Antisemitismus oder auf das Judentum bezogen? Schauers These ist, dass es eine philosemitische Wendung modern antisemitischer Topoi in der Postmoderne gibt. Nochmal zur Erinnerung, der traditionelle nationale oder sogenannter Rassenantisemitismus, wohlgemerkt, der sich vom Rassismus gegen Schwarze, Araber und Slawen unterscheidet, begreift den Juden als eine paradoxe Nicht-Identität, als Subversion des Prinzips absoluter, nationaler, rassischer oder völkischer Identität. Also der Jude ist sozusagen nicht Ausländer, nicht der Fremde, der ist aber auch nicht einfach nur ein innerer Feind wie der Kommunist oder der Sozialist. Der Jude ist die Figur des Dritten, das, was nirgendwo reinpasst. Weder Inländer noch Ausländer. Und deswegen ist er auch kein Fremder, sondern er ist die Inkarnation der Zersetzung des Völkischen, aber gedacht als Volk, also eine paradoxe Vorstellung. Der Jude ist also im modernen nationalen Antisemitismus das, was diese völkische Harmonie und Identität gefährdet. Die eigenen inneren Konflikte der Nation, der sogenannten Volksgemeinschaft, die nicht zugestanden werden, die werden auf den Juden projiziert und der Jude ist die Inkarnation dieses Konflikts. Das war der klassische Gedanke des modernen nationalen Antisemitismus. An diesen Gedanken knüpft nun das postmoderne Denken an. Ich muss mal hier meinen Schlüssel rausnehmen. An diesen Gedanken knüpft nun das postmoderne Denken an und wertet dieses Feindbild einfach um, sagt Schauer. Also dieses Feindbild wird genommen und positiv bewertet. Jetzt wird der Jude in die postmoderne Theorie eingebaut. Der Jude gilt jetzt als Inbegriff für Differenz, Unruhe und Bodenlosigkeit. Oder wie Schauer sich ausdrückt, Paradigm of the Erasure or of the Overcoming of all Predicates. Also als Musterbeispiel für das Auslöschen oder das Überkommen aller Bestimmungen. Er ist sozusagen der Inbegriff des Fließenden, genau das, was die Postmodernen behaupten, alles fließt.
Ja, es gibt nie die feste Identität, es gibt keine Unterscheidung von Subjekt und Objekt und so weiter. Der, wie die postmodernen Theoretiker Gianni Vattimo und Mader behaupten, diasporic condition of all beings, und da kommen wir der Sache schon näher. Ja? Also es wird sozusagen die Diaspora, das jüdische Exil, die jüdische Zerstreuung, ist nun das Musterbeispiel für das, was das Sein überhaupt ist, nämlich zerstreut sein, Differenz, Ungreifbarkeit, Veränderung. Also das, was sozusagen die klassischen nationalen Antisemiten negativ dargestellt haben, wird jetzt von den Postmodernen als positiv dargestellt. Die Juden, sagt Schauer, werden vom Volk des Buches zum Volk des Textes im dekonstruktivistischen Sinn des Fragmented and Wandering Meaning, also der These, dass alle Deutung Umdeutung ist. Ja, also was schon Hans-Georg Gadamer, der Heidegger-Schüler, behauptet, alles Verstehen ist immer anders Verstehen, weil man es aus einer neuen Perspektive immer umdeutet. Es gibt gar kein Verstehen des eigentlichen Gehalts einer Aussage, sondern es ist immer schon Verschiebung der Bedeutung. Die Juden werden also jetzt zum Inbegriff dieses Gedankens, dass Deutung Umdeutung ist, und werden damit, auch hier wieder ein klassischer Topos des Antisemitismus, zum ewigen Wanderer. Sie sind der ewige Wanderer, sie sind das Paradigma des ewig Wandernden und hier der ewig wandernden Bedeutung. Der ewig wandernde Jude ist das Paradigma der ewig wandernden Bedeutung, dessen, was das Sein als solches ausmacht, dass es ungreifbar und immer sozusagen der Bestimmung sich entzieht. Die Konsequenz dieses Denkens ist dann die Romantisierung der Diaspora. Judith Butler sagt, dass das Exil zur Idee des jüdischen Selbst gehört. In diesem Sinne heißt Jude sein, sich von sich selbst zu trennen. Und das ist genau das, worauf sie hinaus will. Also das Judentum im Exil, in der Diaspora, wird von ihr umgedeutet in die postmoderne Idee, dass Identität eigentlich Differenz ist, nicht Identität. Die Bestimmung ist eigentlich immer schon verfehlt, man kann gar kein Jude sein. Oder das Jude sein ist der Inbegriff dessen, kein Jude zu sein. Der wahre Jude ist kein Jude. Die Zerstreuung der Identität, der konstitutive Bezug auf das Nichtjüdische, was in der Diaspora beispielhaft existiert, ist, wie Butler sagt, kein Prädikat unter anderem, das Jüdischsein beschreibt. Die Zerstreuung ist vielmehr das, was Jüdischsein primär ausmacht, die Idee des Jüdischen als statisches Sein eines Subjekts selbst in Frage stellt, wie sie sagt. Es geht also um den Vorrang der Relationalität vor allen Dingen, die in die Relation treten, also der Relator, die nur Effekte der Relationalität selbst sein können. Also das ist eine Theorie, die ich jetzt hier vielleicht in der Diskussion nochmal erläutern kann, die Behauptung, dass Relationen, also Verhältnisse, das, was in die Verhältnisse tritt, durch das Verhältnis ursprünglich und komplett hervorbringen. Dass es also keine Substanzen gibt, die in ein Verhältnis treten, sondern die Substanzen im Verhältnis aufgehen. Ein logisches Unding, aber genau so wird nun der Jude selbst gedeutet. Das heißt, der Jude ist der, der eigentlich mit sich nicht identisch ist, und der Jude ist der, der an den anderen verwiesen ist und eigentlich immer schon der andere ist. Und das geht so weit, dass Butler dann am Scheideweg sagt, dass die Juden eigentlich der andere sind, indem sie Edward Saiz, also dem Vorbild oder dem Vordenker der postkolonialen Studien, Edward Saiz' Idee von Moses als Ägypter, der wohlgemerkt ein Araber gewesen sein soll, der wiederum das jüdische Volk gegründet habe, anknüpft. Also zu der Zeit, als Moses möglicherweise gelebt hat, ja, waren die Ägypter alles Mögliche, aber keine Araber. Spielt aber keine Rolle. Also, Moses ist Ägypter, das kennen wir von Freud schon. Moses hat das jüdische Volk begründet und die Ägypter waren Araber, also haben die Araber das jüdische Volk begründet, also sind die Juden Araber. Oder Palästinenser. Egal. Also nochmal, der Grundgedanke ist hier, der Jude ist ein anderer. Der wahre Jude, die Idee des Jüdischen selbst ist, dass der Jude sich von sich selbst trennt, kein Jude ist, keine Identität hat. Schauer nennt das nun eine säkularisierte Neuauflage der christlich-antijüdischen Substitutionstheologie und ihres sogenannten Jew-Splittings. Was ist die christliche Substitutionstheologie? Haya McCoby nennt es den sogenannten Usurpationsmythos. Das heißt, das Christentum kommt vom Judentum her und
muss aber damit umgehen, dass das Judentum sagt, sorry, Jesus ist nicht Gott und er ist auch nicht der Messias. Wie wird das bewältigt? Man enteignet die jüdische Tradition. Also, man sagt, also die Juden sind schon unsere Väter im Glauben oder Vorväter sozusagen, ja. Aber die jüdischen Propheten im Tanach verkünden die Ankunft von Jesus Christus. Also sind die Propheten Christen avant la lettre. Die Juden als Volk, was machen die mit ihren Propheten? Die glauben den Propheten nicht, töten die Propheten. Sie sind also immer schon verstockt gewesen. So hat man eine Trennung und Aneignung aufgemacht. Das Judentum wird ins Christentum integriert, indem es als Christentum avant la lettre begriffen wird. Und die wirklichen Juden, die fleischlichen Juden, werden als immer schon verstockt und ungläubig bezeichnet. Das ist im Islam übrigens eine analoge Geschichte, ohne dass der Islam genauso auf das Judentum angewiesen wäre wie das Christentum. Das hat David Nirenberg in seinem Buch Antijudaismus sehr schön nachgewiesen. Wie wird das jetzt postmodern umgedeutet? Es wird so umgedeutet, dass der tote oder der nicht-jüdische, antinationale, anti-identitäre, diasporische Jude der gute Jude ist. Der jüdische, zionistische Jude ist der fleischliche Jude, der identitäre Jude ist der böse Jude. Wir haben also eine Aufspaltung, genauso wie Paulus, in das geistige Judentum, das in Wirklichkeit Christentum ist, und das fleischliche Judentum, das die Ungläubigen sind. Diese Trennung haben wir jetzt auch. Wir haben den Juden als Nicht-Identität, der eigentlich immer schon was anderes ist als den guten Juden, und wir haben den Juden als Identität oder Identitätsanmaßung als den fleischlichen Juden, den zionistischen Juden, den jüdischen Juden, der ist das falsche Prinzip. Der tote Jude ist also deswegen legitim, aber nur legitim, und das ist ganz wichtig, weil er universelle Opferschaft, universeller Ungerechtigkeit verbirgt. Also, der Holocaust muss immer schon entspezifiziert werden. Es darf keinen spezifisch antijüdischen Hass gegeben haben, der hinter dem Holocaust gestanden hat, sondern Juden sind im Holocaust aufgrund des Rassismus, des allgemeinen Rassismus umgebracht worden oder aufgrund des Orientalismus, den die Juden mit den Arabern geteilt haben oder aufgrund der staatlichen Biopolitik, die dann im Holocaust einfach nur in radikalerer Form durchgesetzt wurde, wie Michel Foucault oder Giorgio Agamben meint. Das heißt, diese gedankliche Operation muss auch immer mit einer gewissen Entjudung des Holocaust einhergehen, weil der Holocaust als allgemein menschliches Verbrechen gedeutet werden darf und auf gar keinen Fall als spezifisch gegen Juden aus antisemitischer Motivation heraus gerichtetes Verbrechen. Und genau diese Umdeutung, die ist jetzt das, was sozusagen in den postkolonialen Holocaust-Studien der letzte Hit ist sozusagen, was Dirk Moses und Co. alle machen. Die radikalste These ist dann die von Anijar, die nicht verlacht wird, sondern weitgehend, also auch Zustimmung erlangt in den postkolonialen Studien. Atalia Omer zum Beispiel oder Santiago Slabotsky unterstützen das durchaus, dass eben die Juden im Holocaust als Muslime umgebracht worden seien. Warum? Weil es dieses Wort Muselmann gibt für diese apathischen Figuren in den Lagern. Das, wie die seriöse Forschung gezeigt hat, sich schon weit von dem orientalischen oder orientalistischen Bedeutungskern gelöst hatte und eben auch nicht-jüdische Lagerinsassen bezeichnet hat. Der Witz ist allerdings, dass die meisten Juden dieses Stadium des apathisch vor sich hin existierenden Muselmanns in den Lagern gar nicht erlebt haben, sondern gleich vernichtet wurden. Giorgio Agamben geht so weit zu sagen, die Produktion dieser apathischen Figur sei der Nerv des Lagers, während die Vernichtung, die Ermordung ein Epiphänomen sei. Also auch hier der gewaltsame Versuch, sozusagen die eliminatorische Grundidee des modernen Antisemitismus umzubiegen und in so eine Idee einer Produktion von Muslimen umzudeuten. Der antizionistische Diaspora-Jude ist nun die Inkarnation des Kampfes für universelle Gerechtigkeit, für einen gerechten Frieden, wie es in dieser Bewegung so schön heißt, der gewaltlosen Auslieferung an den anderen, der Gesellschaftskritik und der Distanz zu jeder nationalen Identität und sogar zum gegebenen Schlechthin. Also Enzo Traverso, Moshe Zuckermann und Butler
sagen, ne, also man kann nur Gesellschaftskritik betreiben, wirklich substanziell, wenn man in der Diaspora lebt. Es ist schon lustig, dass das ein israelischer Staatsbürger sagt, ne, Zuckermann, aber vielleicht betreibt er ja auch keine kritische Theorie. Aber der Punkt ist hier nochmal, ja, also nur die Zerstreutheit kann sozusagen, bringt den kritischen Juden hervor. Ist die Zerstreuung beendet in der zionistischen nationalen Identität, kann auch keine Kritik mehr erfolgen. Und dann haben wir dieses toxische Identitätsdenken, das immer nur Feinde produziert, einen Sicherheitsfimmel hat, niemals sicher genug sein kann und an den anderen, die im Grunde genommen nur Geister und Gespenster meiner eigenen Schwäche und meiner eigenen Verletzlichkeit sind, bekämpft werden muss. Deswegen sind dann auch die palästinensischen Terroristen nur Windmills of the Imagination, wie Bembe sagt. Das sind Windmühlen der Imagination. Die sind herbeifantasiert und dann werden sie, dann kommen sie irgendwann tatsächlich, wenn sie so schlecht behandelt werden, die Palästinenser. Nochmal, was ist jetzt das Ziel dieser genuin linken, neopaulinisch säkularisierten Judenfeindschaft? Das Ziel, sagt Schauer, ist die Reinigung der Welt nicht mehr vom Unreinen, so wie die nationalen Antisemiten es deuten, sondern die Reinigung der Welt vom Reinen. Israel, der Zionismus und das jüdische Judentum sind damit das zentrale Friedens- und Pluralitätshindernis. Israel und die Juden, sagt Schauer, sind wieder einmal der Sündenbock Europas, aber diesmal nicht als diejenigen, die Traditionen und Grenzen stören, sondern als jene anachronistischen, versteinerten Elemente, die genau die Unterbrechung aller Genealogien und Überlieferungen stören, die ein vermeintlich pazifistisches Europa anstrebt. Also die Unterbrechung der Genealogien stören mit ihrem Gedanken des jüdischen Volkes, das sind jetzt die neuen Feinde. Für die, die sich als multikulturell, antivölkisch, plural, divers deuten. Das Paradoxe daran ist nur, dass diese Diversitätsideologie sich zu einem homogenen Block zusammenfügt und wieder den Feind, den Juden, produziert, der diese vermeintliche Harmonie stören würde. Die Friedensfrage ist wieder einmal die Judenfrage. Die Postmoderne, sagt er, habe damit ihr eigenes antisemitisch-christliches Erbe. Derzufolge als guter Jude nur derjenige gelte, der seine Identität in der Demütigung lebt, der Jude als Opfer, oder sich zur Konversion entscheidet. Der Jude als, wie er sagt, Jew of Negation oder nicht-jüdischer Jude. Wichtig nochmal, diese Konversion des Juden zum allgemeinen Menschen, zum Kämpfer für Gerechtigkeit und den gerechten Frieden, diese Konversion ist zugleich das wahre Judentum. Das wahre Judentum ist die Aufhebung des Judentums. Das ist die zentrale postmoderne These. Genauso wie das Christentum sagte, das wahre Judentum ist die Aufhebung des Judentums, nämlich das Christentum. Dieser Pseudo-Universalismus und dieser Vorwurf der versteinerten, partikularen, sich abtrennenden Juden ist eine ganz analoge Idee im postmodernen Juden, in der postmodernen Judenfeindlichkeit und in der christlichen Judenfeindlichkeit. Die Juden können konvertieren, aber dann müssen sie ihr Jüdischsein realisieren, ihr wahres Jüdischsein, und das heißt ihre jüdische Identität aufgeben und konvertieren. Carrie Nelson beschreibt in seinem Buch Israel Denial über den Antisemitismus an amerikanischen Universitäten, welch extremem Konversionsdruck, wie er das auch nennt, junge Jüdinnen und Juden ausgesetzt sind, die sich zur Linken bekennen wollen. Man muss sich gegen Israel bekennen, man muss sich gegen die Idee der nationalen Selbstbestimmung und Selbstverteidigung der Juden bekennen, sonst kommt man nicht in die Linke rein. Das ist also ein reales politisches Problem für Jüdinnen und Juden, vor allen Dingen in den Ländern, in denen diese Positionen an Universitäten vorherrschend sind. Dritter Teil und letzter Teil. All dieses Denken basiert auf meist Fake News, Halbwahrheiten und Legenden über den israelisch-zionistischen Konflikt. Wann ist eine Kritik an israelischer Politik antisemitisch? Ich orientiere mich an den 3D, aus denen ich mit Monika Schwarz-Frisell 4D gemacht habe. Nämlich eine Kritik an israelischer Politik ist antisemitisch, wenn die Handlungen von Antisemiten derealisiert werden. Also entweder überhaupt nicht erwähnt werden oder umgedeutet werden, zum Beispiel als verzweifelte Reaktion von unterdrückten Menschen auf die Unterdrückung durch Zionisten.
wenn Israel delegitimiert wird, also wie auf der Konferenz vor 2 Tagen, ne, wo 2 Antizionisten zusammensitzen und dann darüber diskutiert wird, ob man die Demontage des jüdischen Staates nicht besser mit BDS oder ohne BDS hinkriegt als jüdischer Staat. Israel dämonisiert wird, wie zum Beispiel in diesem Letter Against Apartheid, ja, wo sozusagen der Kampf gegen die Aggression der Hamas gegen Tausende von Raketen als ein bösartiger Plan der Zionisten dargestellt wird, systematisch Familien und Infrastruktur in Gaza zu zerstören. Und doppelte Standards an Israel anlegt, wie Sie gesehen haben an diesen beiden Säulen der Diversity-Beauftragten, ne, wo man eines der schlimmsten totalitären Regime der Welt, China, weitgehend positiv bewertet, wenn man es überhaupt erwähnt. Während Israel fast durchgehend negativ bewertet wird. Ich werde jetzt einzelne Motive, die in diesen Texten von Butler vor allen Dingen, aber auch von vielen anderen auftauchen, Ihnen vorstellen und einige Kritikpunkte darstellen. Eine der wesentlichen Legenden, die man in fast allen postkolonialen Ansätzen zu dem Thema Israel und arabisch-zionistischer Konflikt findet, ist die Legende von der friedlichen Koexistenz von Juden und Muslimen vor dem Zionismus. Ein Beispiel sind die Zitate hier von Ramon Gros-Vogel. At least until the formation of a state of Israel in 1948, Arabs and Jews lived in peace together for centuries in Arab lands. Er spricht von einer peaceful coexistence. It was not a history of anti-Semitic extermination or pogroms. Most of the existing Muslim regimes recognized Jewish minority rights and treated them with dignity, schreibt Gros-Vogel. Man müsste jetzt, wie gesagt, einen ganz eigenen Vortrag halten. Ich will nur 3 Punkte nennen. Die Judenfeindlichkeit ist in den muslimischen Ländern institutionalisiert gewesen. Sie ist nicht nur koranisch und in den Hadithen verbürgt, sondern in Gestalt des sogenannten Dhimmi-Status auch institutionalisiert gewesen als demütigende Existenz der Juden. Dieser Dhimmi-Status wurde nicht immer in der gleichen Radikalität durchgesetzt. Er wurde mal lockerer gehalten, mal auch gar nicht realisiert. Dann aber wieder, wenn zum Beispiel den muslimischen Herrschern von den muslimischen Geistlichen vorgeworfen wurde, ungläubig zu werden, dann wurden die Daumenschrauben wieder angedreht. Also Bernard Lewis beschreibt das in Die Juden in der islamischen Welt sehr eindrucksvoll, wie es sozusagen so eine Art Konjunkturphänomen war, mal lockerer, mal rabiater. Die Juden müssen gekennzeichnet werden. Im 9. Jahrhundert wird in Bagdad der gelbe Fleck als Kennzeichnung eingeführt. Ihnen wird das Waffentragen verboten. Sie müssen eine Sonderkopfsteuer entrichten. Es wird der Bau neuer Synagogen verboten. Es wird der sexuelle Kontakt mit Muslimen verboten, während es umgekehrt kein Verbot für den sexuellen Kontakt zwischen männlichen Muslimen und weiblichen Jüdinnen gibt. Sie haben kein Zeugnisrecht vor Gericht. Sie dürfen nicht auf edlen Tieren reiten, sondern nur auf Eseln zum Beispiel. Es gibt das Verbot, sich gegen die Gewalt seitens Muslimen zu verteidigen und so weiter. Das nennt Ramon Gros-Vogel, der Professor für Ethnic Studies, also Minority Rights und mit Dignity, also mit Würde wurde man da behandelt. Das kann man nur als offenen Zynismus bezeichnen. Die Abhängigkeit der Juden von der Gnade muslimischer Herrscher und der Zahlung der Kopfsteuer ist da der zentrale Punkt. Ne? Auch Sklavinnen und Sklaven konnten aufsteigen in der muslimischen Welt, aber der Sklavinnen- und Sklavestatus, was die Juden nicht waren, ist immer damit verbunden, letztlich von der Gnade des Herrn abhängig zu sein. Das ist kein Minority Right, das hat nichts mit Minderheitenrechten, wie man sie heute versteht, zu tun. Also diese Projektion moderner Rechtskonstruktion in die Vergangenheit, das findet man auch ganz oft in muslimischen Kontexten, wo dann von muslimischer Demokratie geredet wird, wenn von der Schura gesprochen wird. Das hat alles nichts mit modernen Rechten zu tun. Und natürlich die Pogrome und Gewalt gegen Juden. Ne? Also ich habe hier nur ein paar der Pogrome, die es in der islamischen Welt gab, aufgeführt. Das Massaker von Fes 1033, das Pogrom von Granada 1066, wo 4000 Juden ermordet wurden und so weiter und so fort. Das können Sie sich selber durchlesen. Es ist nichts, was irgendwie etwas wäre, was nur einmal oder zweimal aufgetaucht ist. Erst recht ist es nicht so, dass es keine Pogroms gibt. It was not a history of Pogroms.
Es ist immer wieder eine Geschichte der Gewalt und vor allem eine Geschichte der Gewalt gewesen dann seit den 1940er Jahren, aber eben auch vorher, also durch die Geschichte durch. Es hat auch nichts mit dem Staat Israel zu tun, ja. Es hat damit zu tun, dass Juden eine gedemütigte Minderheit sind und es eine Islamic Supremacy gab. Die Muslime sind überlegen, sie sind die, haben die Suprematie. Die Legende von der friedlichen Koexistenz ist die Basislegende, denn jetzt muss sozusagen als nächstes der Zionismus kommen, den Ramon Grosfogel als Hitlerismus bezeichnet. Hitlerism as a continuation of colonial racist ideology came back to hunt Palestinians, this time at the hands of European Jews. Israel was founded as a settler colonialist project with an anti-Semitic anti-Semitism discourse. Ein antisemitischer Antisemitismusdiskurs, denn jetzt ist ja Israel der antisemitische Staat, der eben die Semiten der Araber unterdrückt. Und die Araber oder die Palästinenser sind die Opfer der Opfer. Das ist der durchgehend zu findende Diskurs. Auch bei Judith Butler, die ist dann nicht so rabiat in ihrem Hass, den sie da auskübelt, wie der Herr Professor Grosfogel. Also Leute, die gegen Hate Speech vorgehen an Universitäten, schreiben solche Texte. Das muss man sich klar machen. Es ist die Zukunft des Hasses, von der Alain Finkielkraut redet. Und diese mobartigen Strukturen hat man ja dann schon auch auf gewissen Tagungen gesehen. Also die Palästinenser sind die Opfer der Opfer. Butler spricht vom Wiederholungsproblem des Verbrechens an den Juden, durch die Juden jetzt, wenn auch nicht exakt wie im Holocaust. Sie sagt, Israel unterscheide zwischen wertvollen und wertlosen Bevölkerungsgruppen, so wie die Nazis zwischen lebenswertem und lebensunwertem Leben unterschieden hätten. Die grundlegende Gleichung, ich hatte sie schon angesprochen, Nationalismus führt zwangsläufig zu Vertreibung und Enteignung, vielleicht sogar zum Holocaust. Der Holocaust ist Vertreibung und Genozid, Zionismus ist Nationalismus, also ist Zionismus potenziell oder real ein genozidales Unternehmen. Die Vorwürfe des Genocide gegenüber Israel sind Legion. Ja, also dieser Brief, den ich da kurz dargestellt hatte, von den anfangs über 300 Instituten und Projekten der Gender Studies in den USA und Kanada, wohlgemerkt, das sind nicht einzelne Professoren oder Professoren, das sind ganze Institute, die solche Briefe unterschreiben. Sie müssen sich mal klar machen, was das für jüdische Studierende heißt, die an diesen Instituten arbeiten. Wenn ihre Institute schreiben, Israel begeht ein Genozid an den Palästinensern, es ist kein Zwei-Seiten-Konflikt, Israel ist die brutale Macht, die anderen wehren sich nur. Israel ist ein Apartheid-Regime, der Zionismus ist ein Rassismus und so weiter. Zionismus ist also eben ein potenziell oder real genozidales Unternehmen. Der Zionismus verlangt prinzipiell, Zitat Butler, einen Nationalstaat auf der Grundlage von Unterdrückung, Zerstörung oder Vertreibung der Einheimischen. Die Juden waren also keine Einheimischen, nur die Araber sind Einheimische bei Butler. Die israelische Besatzung der palästinensischen Gebiete gilt dann auch Achill Mbembe als größter moralischer Skandal unserer Zeit. Nicht die anderen Völkermorde, die wir in den 90er Jahren hatten oder zu dieser Zeit. Auf Gemetzel, Zerstörung und schrittweise Ausrottung der Palästinenserziele, sagt er, und auf einem Desire for an enemy, for apartheid, the fantasy of extermination beruht. Also wieder hier dieser Gedanke, ja, also diese israelische Sicherheitspolitik, ja, die ist im Grunde genommen nur eine reine irrationale Feinderklärung, die der Versuch, eine jüdische Identität in Abgrenzung zu anderen, die dann die Araber sind, hervorzubringen und die sozusagen zum Feind zu erklären. Das ist vollkommen irrational, was Israel da macht. Ja, die Bedrohung des Lebens geht von dem israelischen Staat aus, nicht von den Arabern. Das ist die These, die durchgehend vorhanden ist. Es ist ein ganz klar manichäisches Weltbild, das hier zu finden ist. Der Nakba-Kult, also die Nakba, diese von der palästinensischen Seite als Katastrophe Nakba bezeichnete Flucht und Vertreibung von ca. 600.000 bis 700.000 Palästinensern oder Arabern aus dem damaligen entstehenden Israel 1948. Dieser Nakba-Kult nenne ich das, weil im Buch von Butler die extremsten Positionen im palästinensischen Nationalismus oder wenn man so will die vorherrschenden
befördert werden. Der jüdische Staat, sagt sie, beruht auf einer historischen Ungerechtigkeit, nämlich dieser Nakba, dieser Vertreibung, der Enteignung und Vertreibung der Palästinenser. Er darf daher als solcher auch niemals anerkannt werden. Die Anerkennung der derzeitigen Grenzen und Angebote für Kompromisse, also sie kritisiert da Mahmoud Abbas wohlgemerkt, ja, die Angebote für Kompromisse, die die Nakba und das sogenannte Rückkehrrecht nicht zum zentralen Bezugspunkt machen, sind eine Drohung historischer Auslöschung, sagt sie. Eine Drohung historischer Auslöschung der Nakba. Die Nakba, diese Katastrophe, muss immer im Zentrum der palästinensischen Erinnerungskultur bleiben und die darf niemals ausgeblendet werden. Wer das macht, begeht Nakba-Leugnung. Es wird eine systematische ethnische Säuberung behauptet, vor allen Dingen auf Grundlage, immer wieder mit Grundlage des ehemaligen oder israelischen Fantasiehistorikers Ilan Pappé, der ja auch ins Deutsche übersetzt ist, der von einer systematischen ethnischen Säuberung Palästinas durch Israel spricht. Das ist einer der Hauptbezugspunkte. Es ist auch bezeichnend, dass von Pappé mehrere Bücher ins Deutsche übersetzt sind, von anderen seriösen Historikern aus Israel, wie Benny Morris beispielsweise oder Ephraim Karsch, kein einziges Buch ins Deutsche übersetzt ist. Von Morris gibt es irgendwie so ein belangloses Buch als Co-Autor über den Mossad, aber seine zentralen Werke nicht ein einziges ins Deutsche übersetzt. Zur Kritik. Ich weiß nicht, ob ich das hier alles vortragen muss oder ob Ihnen das nicht ohnehin geläufig ist, aber ich mache es trotzdem. Das palästinensische Flüchtlingsproblem ist Resultat eines verlorenen Angriffskrieges arabischer Armeen und Milizen, der als ein Vertreibungs- und Vernichtungsfeldzug gegen die Juden Palästinas geplant war. Weitgehendes bis vollständiges Verschweigen dieses Krieges. In dem Scheideweg von Butler taucht dieser Krieg nicht auf. In den Erklärungen, in diesen offenen Briefen taucht das alles nicht auf. Es sieht immer so aus, in dem Brief, der hier von den künstlerischen Leiterinnen und Leitern unterzeichnet wird, sieht es immer so aus, als gäbe es eine durchgehende Gewalt, eine durchgehende bösartige Gewalt von Zionisten gegen Araber. Warum es irgendwie diese Gewalt 1948 gegeben hat, wird ausgeblendet. Das ist Derealisierung der schlimmsten Sorte. Also hier wird einfach, also hier wird mit Halbwahrheiten Lüge produziert. Wenn ich es genauso, also es ist nicht genau das Gleiche, ja, aber wenn ich die ganze Zeit über die alliierten Kriegsverbrechen, die russischen Soldaten, die deutsche Frauen vergewaltigen, die Vertreibung der Sudetendeutschen aus Tschechien und so weiter rede, aber mal kurz vergesse, dass die Deutschen einen Angriffskrieg geführt haben, der ein Vernichtungskrieg auch gegen Slawen gewesen sein sollte. Das ist analog. Ich will jetzt nicht die Palästinenser mit den Nazis gleichsetzen, aber es ist genau analog, weil hier beide Seiten einen Angriffskrieg geführt haben, der hier komplett ignoriert wird. Es hat keinen zionistischen Plan systematischer Vertreibung oder ethnischer Säuberung gegeben. Da kann ich nur auf Benny Morris' wichtiges Werk 1948 verweisen, in dem er das detailliert darstellt. Es hat Vertreibungen gegeben, die waren vor allen Dingen meist kriegsstrategischer Art, um sozusagen Dörfer freizukriegen, die sozusagen nicht hinterrücks dann die IDF angreifen sollten. Es hat auch Kriegsverbrechen gegeben von israelischer Seite. Morris führt die alle detailliert auf, aber es gab keinen Plan systematischer ethnischer Säuberung. Das Expulsionary Mindset, die Vertreibungsmentalität, sagt Morris, die war auf der palästinensischen Seite und das wird hier ebenfalls geleugnet. Vom Mufti von Jerusalem über die Arabische Liga bis zur PLO-Charta haben wir überall den Gedanken der Vertreibung der Juden, die nach 1917 nach Palästina gekommen sind, aus Palästina, bis in die heutige PLO-Charta hinein. Auch das wird verschwiegen und damit derealisiert in diesem postkolonialen Diskurs. Die vollständige Ablehnung eines jüdischen Staates und einer Zwei-Staaten-Lösung durch die arabische Seite wird ebenfalls ignoriert. Der Peel-Plan von 1937, der UN-Teilungsplan von 1947, die drei Nein von Khartoum von 1967, die zweite Intifada als Antwort auf die weitestgehenden israelischen Friedensangebote der Geschichte 2000-2001 und das Fortbestehen der Israel-negierenden PLO-Charta oder natürlich auch die Israel-negierende Hamas-Charta. Das wird ignoriert oder es wird dann in den radikaleren Formen als Widerstand gegen Kolonisation gedeutet, die ja eine bösartige Eindringen von weißen Europäern und eine Enteignung der
der Autochtonen gewesen sein. Die jüdische Nakba wird ebenfalls komplett verschwiegen. Bei Iman Atya firmiert sie als Einwanderung. Also es gab auch Einwanderung natürlich. Es gab auch Juden in der arabischen Welt, die gesagt haben, ja, wir wollen jetzt dahin in dieses neue Land. Aber die meisten Jüdinnen und Juden wurden drangsaliert, enteignet, gefoltert und in Pogromen in Angst und Schrecken versetzt und ermordet. Ich komme gleich zum Ende, nur noch zwei Punkte. Die Pathologisierung jüdischer Selbstverteidigung und die indirekte Legitimierung arabischer Gewalt, das macht diesen Diskurs zu einem systematischen Hate-Speech-Diskurs, dieser postkoloniale Diskurs. Der Zionismus, der versucht, die Zerstreuung, das Ausgeliefertsein an den anderen zu überwinden, habe ich schon erwähnt, indem die anderen als Bedrohung wahrgenommen werden. Das ist die These von Butler und Bembe. Vertrieben werden und zwischen ihnen und den Juden Grenzen errichtet werden. So erklärt man sich die israelische Sicherheitsarchitektur als einen irrationalen Akt der wahnhaften nationalen Identitätserlangung, und dann muss die Abhängigkeit von den anderen, dass wir zusammen mit denen ein Land bewohnen, muss durch Grenzen, Ausgrenzung und Vertreibung weggearbeitet werden. Also noch hatte ich erwähnt, die Bedrohung des Lebens geht vom israelischen Staat auf und die antisemitische Bedrohung ist die Windmill of the Imagination, ein Object that never existed. Das führt zu der These von Mahmoud Mamdani, auch einem sehr einflussreichen postkolonialen Theoretiker, dass Israel eine Mischung aus, Zitat, Apartheid-Style Bantustans und Nazi-Style Concentration Camps hervorgebracht hätte durch die Schutzanlage, die im Gefolge der zweiten Intifada, die über 1000 jüdische zivile Opfer gefordert hat, errichtet wurde. Und einer von Etienne Balibar, den wir schon kennengelernt haben, unterzeichneten Erklärung zufolge, soll durch diese Schutzanlage, Zitat, die israelische Bevölkerung selbst in ein Volk von Lagerwärtern verwandelt worden sein. Wenn das ganze Volk ein Volk von Lagerwärtern ist, ist natürlich auch der Terror und die Gewalt gegen dieses Volk immer legitimer Widerstand, weil das sind ja nur die Leute, die in diesem KZ sitzen und sich gegen ihre KZ-Wärter wehren. Das ist die Logik, die dann daraus folgt. Das heißt, dieser ganze Diskurs ist ein terrorlegitimierender, verharmlosender Diskurs. Natürlich immer, fast immer, sagt man, man will keine Gewalt. Aber der Diskurs läuft logischerweise darauf hinaus. So hat übrigens auch schon die Sowjetunion in den 60er Jahren argumentiert, ja, dass im Grunde genommen gibt es ja gar keine Zivilisten. Deswegen ist das immer legitimer Widerstand. Das führt dann zu solchen Äußerungen wie von dem postmodernen Star-Theoretiker Gianni Vattimo: To raise money to buy Hamas some more rockets. And I'd like to shoot those bastard Zionists, hat er sich in einer Radiorede ausgedrückt. Später hat er sich natürlich entschuldigt, so läuft das ja immer. Ja. Und auch sehr bekannt ist die Aussage von Butler, dass Hamas und Hezbollah als social movements that are progressive zu bezeichnen sind, that are on the left, that are part of a global left. Auch davon hat sie sich dann später distanziert, aber nur so distanziert, dass sie sagt, sie sei ja gegen Gewalt. Also das ist eine sehr merkwürdige Distanzierung. Dann können die auch nicht Teil der globalen Linken sein, weil das sind eben Terrororganisationen, die im Falle der Hezbollah schon über 180.000 Raketen haben, die auf Israel zielen. Besonders zynisch wird es dann, wenn Ramon Grossvogel mit Noam Chomsky sagt, Israel darf sich verteidigen, indem es von der Landkarte verschwindet. Zitat Chomsky bei Grossvogel: So yes, they had a right to defend themselves, and they had a way to do it, namely leave. Bei Achille Mbembe wird dann der Selbstmordattentäter als von kolonialer Unterdrückung verzweifelter Freiheitskämpfer dargestellt. Auch bei Jasbir Puar in einer noch verschwurbelteren Form, aber bei Mbembe auch. Zitat Mbembe: Unter solchen Umständen, also den Umständen der nekropolitischen Einlagerung der Palästinenser durch die Israelis, die lebende Tote produziert, das ist seine These, das sind die lebenden Toten und das ist die Analogie zu den Muselmännern in den KZ-Lagern, so die Idee, die dahinter steckt.
Unter solchen Umständen sind die Lebensführung und die Zwänge der Not, Kampf auf Leben und Tod, vom Exzess geprägt, sagt er. Der Tod ist jetzt, im Jetzt ist Mittler der Erlösung, wird als Befreiung von Terror und Knechtschaft erlebt. Ist die Bevorzugung des Todes vor der fortgesetzten Knechtschaft ein Kommentar auf das Wesen der Freiheit selbst oder ihres Mangels? Hier merkt man auch schon so diese waberige Art der Argumentation. Ne? Also der kann sich immer zurückziehen und sagen, naja, ich habe ja nicht gesagt, Terror ist gut. Ich habe nur gesagt, das ist ein Kommentar auf das Wesen der Freiheit oder auf die Verzweiflung der Menschen in den Lagern, wie er das dann nennt. Besonders unappetitlich wird es, wenn der Terror gegen Juden in der ganzen Welt als politische Reaktion auf israelische Verbrechen bezeichnet wird oder auf das Verbrechen, das Israel darstellt. Enzo Traverso äußert sich so, er meint die jüdischen Gemeinden in Frankreich, their total identification with the state of Israel ultimately promotes the negative equation that leads anti-Semites to desecrate a synagogue because they see it in it a symbol of the Jewish state. Also Traverso sagt, ja, weil die jüdischen Gemeinden sich so mit Israel identifizieren, sehen da die arabisch-muslimischen oder arabischstämmigen muslimischen Terroristen ja selbstverständlich in einer Synagoge den Ausdruck Israels. So funktioniert es. Gross Vogel drückt sich so aus, also erstmal Lippenbekenntnis gegen Gewalt, Gewalt ist immer schlecht, und dann die Zionist Justification of Nazi-like ethnic cleansing by Israel in Palestine has created a global outrage and in some minority cases anti-Jewish, anti-Semitic reactions. Also hier wird das wieder eingeholt, ne? Also man, obwohl der Text selber eigentlich ein wunderbares Beispiel für anti-Jewish, anti-Semitic reactions ist, sagt er, okay, es gibt ganz schlimme Sachen, zum Beispiel Juden ins Gas. Ne? Das darf man nicht rufen. Ne? Aber das sind Reaktionen auf die Nazi-like crimes of ethnic cleansing Israels. Also muss man das irgendwie auch ein bisschen verstehen, auch wenn man es nicht gutheißen kann. So läuft die Terrorlegitimation im postkolonialen Kontext. Und jetzt noch die Organisatorin der Tagung Hijacking Memory vor einigen Tagen, Susan Nyman, Zitat, entrüstet wird behauptet, man dürfe die israelische Politik nicht mit den in Deutschland lebenden Juden verwechseln. Aber wenn die Kritik an dieser Politik ständig als antisemitisch stigmatisiert wird, sollte man sich nicht wundern, wenn eine solche Verwechslungsgefahr besteht. Das ist Susan Nyman, die natürlich ihr Judentum vor sich herträgt, sie als Jüdin, das ist sozusagen immer der erste Satz, aber auch das kennt man. Und jetzt ein letzter Punkt, auch das spielte auf der Konferenz vor zwei Tagen eine zentrale Rolle. Da waren sich die beiden Antizionisten auf dem Podium einig, dass die Palästinenser ein Rückkehrrecht haben. Es wurde dann nur darüber gestritten, wie man das am besten installieren sollte. Und auch bei Butler die These, dieses Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge wurde durch die Vollversammlung der Vereinten Nationen in Resolution 194 Absatz 3 von 1948 unmissverständlich anerkannt. Fake News. Hinzu kommt Butlers Ablehnung einer Zwei-Staaten-Lösung, der Anerkennung der Grenze von 1967 und eines Verzichts auf die Forderung nach Rückkehr von, wie sie sagt, inzwischen ca. 5 Millionen Flüchtlingen. Was besagt die Resolution 194 der UN-Generalversammlung? Die Generalversammlung beschließt, dass denjenigen Flüchtlingen, die zu ihren Wohnstätten zurückkehren und in Frieden mit ihren Nachbarn leben wollen, dies zum frühestmöglichen Zeitpunkt gestattet werden soll und das für das Eigentum derjenigen, die sich entscheiden, nicht zurückzukehren, sowie für den Verlust oder die Beschädigung von Eigentum auf der Grundlage internationalen Rechts oder nach Billigkeit von den verantwortlichen Regierungen und Behörden Entschädigung gezahlt werden soll. Beauftragt die Schlichtungskommission die Rückführung, die Neuansiedlung und die wirtschaftliche und soziale Wiedereingliederung der Flüchtlinge sowie die Zahlung von Entschädigung zu erleichtern. Soweit dieser Teil der Resolution. Was hat das jetzt nun zu bedeuten? Erstens, die arabischen Staaten haben die Resolution 194 abgelehnt, weil sie mit der Anerkennung Israels einhergeht. Sich auf eine Resolution zu berufen, die man abgelehnt hat, ist ein merkwürdiger Akt. Gut. Resolutionen der UN-Vollversammlung sind ohnehin rechtlich nicht bindend.
Es steht darin, die Rückkehr soll ermöglicht werden, sie muss es aber nicht. Und das war eine ganz bewusste Entscheidung derjenigen, die diesen Text konstruiert haben. Should be permitted steht da drin. Es handelt sich um eine Empfehlung, keine rechtliche Verpflichtung. Das war zu dieser Zeit auch gang und gäbe, dass Flüchtlinge dann in anderen Ländern neu angesiedelt wurden. Die empfohlene Rückkehr der Flüchtlinge des 1948er Krieges ist an die Friedlichkeitsbedingung der Rückkehrenden gebunden. That the refugees wishing to return to their homes and live in peace with their neighbors. Das war nun aber nach den Erfahrungen nicht erst nur des 48er Krieges, sondern auch schon der arabischen Pogrome 1921, 1929, 1936 im Jischuf schwer zu glauben, dass das unterstellt werden könnte. Die Resolution erachtet die Neuansiedlung, Umsiedlung der Flüchtlinge in den Aufnahmeländern als Möglichkeit der Lösung des Flüchtlingsproblems. To facilitate the repatriation, resettlement and economic and social rehabilitation of the refugees. Dass die meisten arabischen Staaten diese Refugees nicht anerkannt haben, sie in Lager gesperrt haben, zu Menschen zweiter Klasse gemacht haben, sie nicht in ihre Ökonomien, in ihre Nationalstaaten integriert haben, das ist eine Tatsache, die vollkommen ignoriert wird in diesem Diskurs. Wer soll zurückkehren dürfen, ist auch eine Frage, die man an Butlers These stellen muss. Denn, und das wird hier wahrscheinlich allgemein bekannt sein, aber es wird systematisch verschwiegen in den Texten von Butler, von Großvogel, von Mamdani und wie sie alle heißen, die schrittweise Ausweitung der Flüchtlingsdefinition der UNRWA, also des Flüchtlingshilfswerks für die Palästinenser, zu einer singulären Flüchtlingsdefinition. Die automatische Übertragung des Flüchtlingsstatus auf alle Nachkommen und die Beibehaltung des Flüchtlingsstatus trotz dauerhafter Ansiedlung in einem Aufnahmestaat und Erhalt der Staatsbürgerschaft. Das ist ein singulärer Flüchtlingsstatus, den kein anderer Flüchtling auf der Welt hat. Deswegen sind die 700.000 Flüchtlinge der Nakba auf ca. 5 Millionen oder immer weiter mehr angewachsen. Auch die 1,2 Millionen palästinensischstämmigen Staatsbürger Jordaniens gelten als Flüchtlinge. Das zu verschweigen in diesem Diskurs des Rückkehrrechts ist natürlich Produktion von Fake News, weil Halbwahrheiten produziert werden, weil den Leuten nicht die richtigen Informationen gegeben werden. Es ist nicht so, dass das Flüchtlinge sind nach allen anderen Flüchtlingsdefinitionen der Welt, sondern nur nach der palästinensischen. Und deswegen, weil diese Flüchtlingsdefinition und dieses Rückkehrrecht, wie Einhard Wilf und Adi Schwarz in ihrem demnächst auf Deutsch erscheinenden Buch Der Kampf um Rückkehr sehr schön zeigen, weil dieser Diskurs des Rückkehrrechts der zentrale Diskurs des palästinensischen Revanchismus ist. Und genau diesen palästinensischen Revanchismus bedient dieser gesamte postkoloniale Diskurs in seinen prominentesten Vertreterinnen und Vertretern. Der postmoderne und postkoloniale Israel-Diskurs läuft explizit auf die Demontage des jüdischen Staates hinaus. Demontage des jüdischen Staates, wie Mahmoud Mamdani, das kann man sich bei YouTube angucken, mit so einem Zittern in der Stimme sagt. Da merkt man so die Begeisterung und diesen Mut, den er da ausdrückt. Und die Konsequenz dieses Diskurses ist, wie Alvin Rosenfeld das sehr schön gesagt hat, die Wiederherstellung jener Art von Verletzbarkeit und Ausgeliefertsein der Juden, die vor Auschwitz bestand und die dazu beitrug, Auschwitz Wirklichkeit werden zu lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.